Am Abend des 7. September wurde der Notarzt in die Helene-Heimann-Straße in Zwickau gerufen. Als die Rettungskräfte einen blutüberströmten Mann tot in seiner Wohnung fanden, alarmierten sie sofort die Polizei. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 26-Jährige offenbar erstochen wurde. Die Kriminalpolizei sperrte den Tatort ab und nahm die Ermittlungen auf. Wir wissen, dass es ein 26-jähriger Mann aus Zwickau gewesen ist, der auch in der Wohnung lebte. Allerdings sind die weiteren Ermittlungen noch in den Kinderschuhen, also da sind bislang noch keine Details bekannt. Mordkommission, Staatsanwaltschaft und Gerichtsmediziner waren ebenfalls vor Ort. Später trafen einige Angehörige ein. Für sie wurde die Notfallseelsorge herbeigerufen. Der im Rettungshubschrauber angekommene Notarzt stellte zunächst den Tod des Mannes fest und versorgte dann die unter Schock stehenden Angehörigen. Der Täter war rund 24 Stunden flüchtig, bevor er in der Wohnung eines Freundes in Marienthal festgenommen werden konnte.